Großen und Ganzen brauchen wir in Deutschland ein Wachstumskonzept, eine Wachstumsinitiative, weil wir die letzten 5-6 Jahre leider uns nicht weiterentwickelt haben. Also unser Ziel ist, was wir in Bayern tun können, Bürokratie abzubauen, Statistiken, Vollzugshinweise, lange Genehmigungsverfahren zu kürzen. Und das heißt, in einem Rasenmähergesetz werden für etliche bayerische Gesetze einheitliche Standards normiert. Die sind dann einfach weniger als bislang. Es ist wirtschafts-, es ist bürgerfreundlicher, weil wir der festen Überzeugung sind, wir müssen den Vollzug in Bayern deutlich erleichtern. Ich meine, es geht dann nicht nur um Bürokratieabbau. Energieintensive Unternehmen haben nach wie vor hohe Energiekosten, Gaspreis, Strompreis. Wirtschaftswachstum geht runter, weil Steuerbelastung zu hoch, Energiepreise zu hoch sind. Was wir tun können, ist regionale Strukturen, Infrastruktur zu stärken. Die soziale Marktwirtschaft, die nachhaltig soziale Marktwirtschaft, ist das Erfolgsrezept Deutschlands in den letzten Jahrzehnten gewesen. Und das müssen wir jetzt wieder zum Leben erwecken, weil sonst wird das Ganze ganz schwierig werden in den nächsten Jahren. Wir haben in Deutschland eine ziemlich mittelstandsfeindliche Politik und wir brauchen neben den Änderungen der realen Rahmenbedingungen auch einen Mentalitätswechsel. Wir werden auf jeden Fall das Ruder rumgerissen bekommen. Wir sind bekannt, auch in Krisen stark zu sein, was aber ganz wichtig ist, dass jeder mitzieht. Dass nicht nur die Politik, die Unternehmer, aber auch die Mitarbeiter, die ganze Kultur der Menschen sich ändert, dass wir wieder wesentlich mehr leisten. Wir müssen was leisten, um uns was leisten zu können. Und ich glaube, das ist ein Stück weit verloren gegangen. Und es wäre ganz, ganz wichtig, dass es in der Allgemeinheit wieder ankommt.